wiggle, wiggle. Like. Ja Leute, willkommen zum neuen Video, und zwar werde ich in diesem Video eine kleine Knockback-Taktik zeigen, und ebenso geht es hier um den neuen Spielmodus Bridge. In der Beschreibung ist nun nämlich ein Link drin, wo ihr einfach euren Clip einsenden könnt. Das heißt, wenn ihr eine gute Bridge-Set habt und die natürlich besser ist als meine, weil meine ist jetzt auch nicht atemberaubend, die ist 5,348. Und das geht auf jeden Fall besser, und falls ihr denkt, ihr habt wirklich die schnellste Zeit, die aktuell gemacht wurde, dann schickt einfach diesen kleinen Clip ein. Und ich werde dann im nächsten Video den schnellsten Clip wirklich, der auf Gomme gemacht wurde, einfach einblenden, und ja. Das heißt, Gott Bridge einfach durch, versucht die beste Zeit zu machen, und in der Beschreibung ist jetzt der Link, wo ihr einfach eure Clips einsenden könnt. Es ist einfach wirklich eine 2 Minuten Arbeit, wenn ihr diesen Clip geschafft habt, oder wenn ihr diese Sache geschafft habt. Wenn ihr in der Zeit von, ich sag mal, 4,5 habt, dann klippt diesen Clip einmal kurz, ladet den an, das ist doch. Und schickt dieses Video ein, ihr müsst einfach nur unten auf den Link klicken und dort in dieses Formular euren kleinen Anlass-Clip schicken, wo ihr es in einer schnelleren Zeit als ich geschafft habt, hier Bridge zu schaffen. Und es sollte nicht schwer sein. Junge, dieser Mod hier könnte kotzen. Bär zum F*** denkt sich, hey, ich programmiere mal ein Depp-Mod. Gott, Junge, 100%iger Fremdscham. Junge, kaum hab ich diesen Depp-Mod drin, deppt mich so ein Typ an, Alter. Ich sag, hau raus. Komm, hau raus, mach nochmal. Zeig doch, zeig, Junge. Zeig deinen Mod. Zeig. Junge, nee. Deinstallieren. Kommen wir erstmal zur, ich sag mal, Gewinnspielauflösung. Und zwar hat unter dem letzten Video, ich sag mal, in Klammern gewonnen, German Pie. Ich erde dich auch gleich ingame. Ich mache das, wie gesagt, dass die Leute ingame erde, weil ich meine FL eigentlich privat halte. Aber viele Leute wollen halt in die FL, und ja, ich wollte meine FL ja eigentlich privat halten, aber da so viele Leute in die FL wollten, habe ich das halt so gemacht, dass es auch etwas Besonderes ist, in der FL zu sein. Und so lasse ich halt immer 30 Leute in die FL, behalte die dann für 60 Tage, und dann kommen 30 neue Leute rein. So ist es halt wirklich was Besonderes. So, was ich jetzt in diesem Video zeigen will, ist ein bisschen, wie man wirklich ohne viele Klicks oder sowas reducen könnt. Und zwar machen wir das gleich mal gegen die Nino. Ich muss einmal kurz noch den Google Chrome Browser schließen. Und zwar macht ihr das einfach mit einer getimten Leertaste. Das Problem jetzt gerade ist, ich habe eben bei Keystrokes, hat bei mir jetzt nicht wirklich funktioniert. Irgendwie mit der Leertaste und dieser Gegner, er steht auf Blocksets, da kann man die Taktik nicht wirklich so gut zeigen. Und zwar seht ihr jetzt hier, wenn ich das jetzt einmal kurz richtig mache, indem ich nämlich getimte Leertaste mache, bekomme ich nämlich überhaupt keinen Knock. Und zwar, wenn ich das jetzt einmal richtig time, dann bekommt ihr tatsächlich durch dieses getimte Leertaste einfach überhaupt keinen Knock. Ach Junge, das Problem ist bei ihm hier gerade, er geht auf Blockset, und bei Blockset oder so kann ich das gerade relativ schwer vorführen, wie man das macht. Deswegen machen wir es noch einmal, und wir haben wieder diesen ekelhaften Gegner. So, und wir machen das jetzt einmal kurz bei ihm hier. Oh Gott, das ist... Und zwar müsst ihr einfach... Junge, bitte. Mini-Mi-Checker YouTube. Und zwar... Wir suchen uns einmal kurz einen Gegner, wo wir das gut vorführen können. So, und zwar jetzt gegen S-Soccer-LP, wir werden es einmal kurz versuchen, er ist eine timed hier gerade noch so ein bisschen, weil er keinen Respawn-Code drin hat. Und zwar müsst ihr einfach nur einmal getimed Leertaste vor dem Hit drücken. Das habe ich jetzt zum Beispiel reingefällt, jetzt zum Beispiel geschafft. Und zwar müsst ihr halt einfach nur dieses getimte Leertaste einmal, ich habe leider bei Keystroke jetzt gerade noch keine Leertaste drin, weil ich das jetzt nicht hinbekomme, irgendwie die Leertaste hinzumachen, und es bei mir irgendwie nicht funktioniert hat, ich weiß nicht warum. Muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht im nächsten Video noch hinbekomme, das zu machen. Aber ihr seht wirklich, dass ihr mit wenig CPS einfach kaum Knockback bekommt, wenn ihr einfach nur getimed diese Leertaste, also diesen Dunk-Shot macht. Aber wenn man den halt falsch macht, wie jetzt in diesem Fall hier eben, dann fliegt er einfach unendlich weit. Das heißt, ihr müsst das schon wirklich gut timen können, diese Leertaste. Und ihr seht hier schon wirklich, mit relativ wenig CPS bekommt ihr dadurch einfach extremst wenig Knockback, außer er fliegt, weil das mich jetzt natürlich durchgehend... Was bringt es dir? Dude, hör mal bitte auf. Dude, das hat keinen Sinn. Er hat... Was ist mit ihm? Oh Gott, da hat sich der Block einfach nicht gesettet. Und es resettet jetzt wieder, oder? Ne, okay. Jetzt hat er einfach... Ich frag mich, was es ihm bringt, zu sein. Und zwar müsst ihr einfach getimte Leertaste drücken. Ich werde es jetzt öfters mal versuchen. Es ist halt schade, dass ich die Leertaste jetzt noch nicht drin habe. Und deswegen halt es nicht genau zeigen kann, wann ihr Leertaste drücken müsst. Aber ihr seht schon, ihr bekommt dadurch echt relativ wenig Knockback. Und es ist natürlich nicht so extrem stark wie Abusen, weil Abusen ist halt einfach die stärkste Reduce-Taktik. Und ja, CBS ist halt einfach die stärkste Abuse-Taktik, um zu bleiben. Aber es ist trotzdem eine relativ gute Taktik, um sehr wenig Knockback zu bekommen, auch wenn ich jetzt hier voll viel Knockback bekommen habe, weil ich es falsch gemacht habe. Aber wenn ihr diese Taktik richtig anwendet, bekommt ihr wirklich eigentlich genauso viel Knockback wie beim Abusen. Und da wurde ich gerade ein bisschen gefleckt. Ihr seht tatsächlich, ich versuche das jetzt noch einmal gut zu machen. Das war getimte Leertaste. Aber egal, ich kann das selber auch noch nicht zu 100%. So. Versucht gegen ihn jetzt ein bisschen noch mit der Leertaste, mit der geteilten Leertaste. Und ihr bekommt dadurch relativ gute Double-Hits ebenso. Jetzt habe ich zum Beispiel wieder viel Knockback bekommen.
Aber ihr könnt das noch so ein bisschen kombinieren, indem ihr das einfach mit D und A macht und dabei noch eine getimte Leertaste. Und so bekommt ihr einfach wirklich relativ wenig Knockback. Und ja, wenn ihr das wirklich richtig gut getimt macht, dann bekommt ihr wirklich echt so wenig wie beim Abusen an Knockback. Ihr seht, ich werde hier so auch schon ein bisschen gefleckt von Gomme. Das wird man aber aktuell auch beim Abusen und bei dieser Taktik. Und irgendwie will er jetzt die ganze Zeit zuhören. Ich weiß auch nicht warum, aber gut. Ihr könnt das natürlich, wie gesagt, noch kombinieren mit D und A. Ihr seht wirklich, wenn ihr das nochmal mit D und A richtig kombiniert, also genau getimed D und A drückt und dabei die Leertaste macht, dann bekommt ihr nochmal extrem wenig Knockback und bekommt noch weniger Knockback und so bekommt ihr wirklich mit einer relativ wenigen oder niedrigen CPS-Zahl auch einfach wenig Knockback. Außer wenn ihr es natürlich fällt, jetzt in diesem Beispiel. Aber wenn ihr es jetzt hier richtig macht, oder ich habe das zu spät gemacht, ihr müsst aber wirklich auch diesen Hit des Gegners abtimen, ist hier bei dieser Taktik das Problem. Es ist nicht so wie beim Abusen, dass es drauf ankommt, wann ihr den Hit gibt, sondern ihr müsst beim diesen gegnerischen Hit müsst ihr wirklich abtimen können, wann er halt erfolgt, um hier bei dieser Taktik wenig Knockback zu bekommen. Es ist halt einfach eine getimte Leertaste einmal. Normalerweise bekommt man ja bei Leertaste extrem viel Knockback, deswegen sollte man natürlich nicht springen. Aber wenn ihr diese Leertaste einmal richtig timet, dann bekommt ihr wirklich extrem wenig Knockback. Und ja, es ist wirklich ziemlich stark im Einsatz. Und weil sehr viele wirklich allgemein noch meine Taktik gefragt haben, also wie ich im Fight bin, im Fight mache ich meistens A-Block und B-Tab und zwar sowohl S-Tab. Und ja, ihr könnt jetzt einmal kurz auf die Keystrokes unten gucken. Bin zwar relativ lang gespielt, aber so kämpfe ich nämlich im Fight und war mit B-Tab und A-Block, also geteilt mit Block-Hitten. Aber ihr seht hier unten beim Keystrokes, wie ich dann fighte. Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen, weil man unten rechts jetzt auf die Keystrokes ein bisschen achtet. Ich bin trotzdem noch uneingespielt, aber versuche jetzt trotzdem diesen Gegner hier irgendwie zu killen und er geht relativ stark auf CPS an seinem Knockback. Versucht ihn jetzt noch einmal hier irgendwie eine relativ gute Combo reinzubekommen. So, und da seht ihr auch, unten rechts seht ihr jetzt so ein bisschen mit Keystrokes, wie ich nämlich fighte. Und zwar mache ich halt D-Tab, das ist halt getimed bis W, also dass er halt einmal so ein kleines Sprint Reset mit W macht, dann noch mit S, dann macht er halt auch so ein Sprint Reset. Oder halt einfach so einen getimten Jump Hit mit Blocken, dann macht er halt auch so einen getimten Block. Und ja, wir versuchen jetzt noch einmal den Fight. Ich mache jetzt einmal noch mit Musik. Wer sich jetzt interessiert, wie genau die Taktik funktioniert, der kann ja unten rechts einfach auf Keystrokes gucken und da so ein bisschen drauf achten wieder. Yo, I'm deep in the game, yeah. So you best know my name, yeah. Fuck all the money and fame, yeah. I'ma keep doing my thing, yeah. I'll be the best in the game, yeah. Everybody knows my name, yeah. Fuck all the money and fame, yeah. That shit is so overplayed, yeah. Parties, they all look the same, yeah. Barbies, they all look the same, yeah. I'm here to change everything, yeah. I'm here to change up the game, yeah. Can't lock me up in a cage, nah. I should be on center stage, yeah. Popping off like I'm champagne, yeah. Every show is so insane, yeah. Ja, das konnte man jetzt nicht so gut sehen, weil es hier in diesem Fight ein relativ ekelhafter war, der die ganze Zeit auf S-Tab geschwitzt hat, einem nicht mal irgendwie nahe gekommen ist, sondern halt die ganze Zeit nach hinten gelaufen ist und mit der S-Tab geschwitzt hat. Ich gucke jetzt mal, ob das hier noch ein nicht so schwitzigerer Gegner ist und dann kann man es am besten, also kann man es ein bisschen noch besser zeigen. Oh Gott. Und das ist halt gerade so ein bisschen das Problem bei diesen Timoyan-Spielern. Die schwitzen echt wirklich extremst auf S-Tab und so ist dieses Spiel wirklich extremst langweilig geworden, weil sie halt einfach nur so nach hinten laufen und auf so einen S-Tab-Hit schwitzen und das finde ich halt extremst langweilig, weil es zögert einfach die Kämpfe wirklich so dermaßen. Deswegen bin ich auch absolut gegen S-Tab, weil es diesen Kampf einfach nur hinauszögert und bin überhaupt kein Fan von Leuten, die S-Tab und dann kein getimtes S-Tab im Fight machen, sondern einfach nur einen halben Kilometer zurücklaufen und diesen Kampf so enorm rausziehen und das sowas bockt überhaupt nicht, diese Leute. Ja, der nächste Gegner ist jetzt Crafting Donnie. Ja, das war mal ein Kampf, wo man wirklich relativ gut sah, ne, wie ich das alles mache. Und zwar
Wie gesagt, das ist das meiste ist eigentlich V-Tap oder 8-Block, also ein getimter. Das meiste ist ein getimter 8-Block, also getimtes Blocken vor dem Hit oder halt ein V-Tap, also getimter V-Tap, um den Spins halt zu resetten und halt noch ein bisschen mit A und D Arbeit. Ja, das war's auch wirklich so ein bisschen dazu. Ihr seht, ich arbeite im Fight meistens viel mit V-Tap oder 8-Block, also getimten Blocken und sehr viel mit der D&A, aber mache eigentlich relativ wenig S-Tap. Und ja, falls euch das Ganze ein bisschen genauer interessiert, wie ich das mache, habt ihr das jetzt mit Keystrokes und ich hab vergessen, aus der Queue rauszugehen. So, und wir sind noch einmal kurz in der Singleplayer-Welt, denn jetzt wird nur noch die Steuerung einmal kurz vorgeführt und sowohl die Lampimo-Setting. Kommen wir mal zur Steuerung. Ich spiele mit einer Sensibilität von 136% DPI, bin ich mir relativ unschlüssig. Ich klopfe mit einer 3000er DPI, so um den Dreh sollte das sein. Aber es gibt ja noch die PC-Maus-Empfindlichkeit. Ja, wie ich spiele, ist ganz normal Attack Destroy auf Mausbutton 1. Cool, da muss man eigentlich groß nichts wirklich zu sagen. Dann habe ich hier eigentlich ganzen Hotkeys, habe ich eigentlich auf Standard 1 bis 9, weil ich damit trotzdem schnell hotgehen kann. Und ja. Dann hat er gezeigt, hey, das ist ja eigentlich auch nichts Besonderes, Text, Screenshot, etc. Das Einzige, was ich wirklich geändert habe, ist die Zoom-Taste, die habe ich nämlich mehr auf R gelegt. Ansonsten seht ihr, dass ich wirklich diese Einstellung komplett Standard habe. Und ja, diese Einstellungen sind einfach, wenn ihr Minecraft startet, werden genau diese gleichen Einstellungen da außerhalb optifallen. Das habe ich mir nämlich auf R gelegt. Kommen wir jetzt zu meinen Lampimod-Einstellungen. Und zwar habe ich bei Lampimod-Einstellungen erstmal die FPS-Koordinaten, Memory, Ping, Potion Effect, Scoreboard, Combo, Range und Speed an. Zudem habe ich noch, ich will das jetzt einfach schnell machen, alle Items an. Zudem habe ich keinen Service an, den YouTube-Subscriber-Counter. Ab und zu mal, aber sonst habe ich hier auch wirklich nichts Großartiges an. Dann noch den AFK-Timer und ja. Sonst habe ich eigentlich Direction-Hut oder sowas, bin ich auch nicht der Fan von. Sonst habe ich hier eigentlich nichts wirklich an. Das waren eigentlich die ganzen Level-Einstellungen. Falls ihr noch irgendwas wissen wollt, ich weiß jetzt nicht, was man hier jetzt noch nachgucken könnte, könnt ihr mir das auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Ich habe jetzt als Add-on, wie ihr es vielleicht schon seht, das neue Add-on und zwar Guy Blur Mod geholt. Da ist halt, wenn ich mal halt habe, so ein leichter Blur-Effekt und ich werde auch erstmal diese Keystrokes entfernen, weil ich überhaupt nicht der Fan von bin, dass diese Keystrokes einfach mitten in hier irgendwo sind und ich überhaupt nicht der Fan von bin, dass wirklich dieser ganze Bildschirm einfach zugeklatscht ist. Deswegen werde ich das auch nach diesem Video wieder entfernen. Ja, leider restarten. Und ihr seht jetzt schon, wenn ich E drücke, wird das hier alles im Hintergrund so ein bisschen ausgeblurrt. Finde ich eigentlich ganz nice, aber ja, ist halt auch nicht wirklich nötig. Ja, das war's mit dem Video. Was man wohl noch sagen sollte, ist, dass ich wie sowas mit Butterplan oder Mouse-Abuse auf der linken Taste extra nicht mache. Ich kann sowohl auf der rechten und linken Maustaste abusen, auf der linken halt nicht wirklich so gut, weil ich es auch noch nie gemacht habe. Also halt nur ab und zu aus Schock oder so, aber ich will mir das halt erst gar nicht angewöhnen, weil ich finde es auf der linken Maustaste habe ich einfach null Bock auf TPS zu spielen. Ich jitter zwar, aber mehr will ich auch nicht. Auf der rechten Maustaste abuse und Butterfly ich auch, aber auf der linken verabscheue ich wirklich irgendwie Butterfly und Maus-Abuse, weil ich, wie gesagt, keinen Bock auf irgendwie ein CPS-Spieler zu werden. Deswegen mache ich das halt eher nur auf die rechten Maustaste, weil es da halt fürs Bauen ist, aber auf der linken Maustaste jitter ich nur und mache da wirklich maximal 10 bis 14 CPS. Yo, I'm deep in the game, yeah, so you best know my name, yeah. Fuck all the money and fame, yeah, I'ma keep doing my thing, yeah. I'll be the best in the game, yeah.